Willkommen zurück zu einer neuen unglaublichen Folge. Einmal klicken, zweimal Müll schauen. Dem Erfolgsformat auf YouTube, auf das wahrscheinlich noch nie irgendjemand anderes gekommen ist. Moment. Aha, Regie. Ja, aha, 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 ja, ja, aha. Verstehe. Gut, die Regie meint, es wären schon zig hunderttausend andere YouTuber darauf gekommen, aber ich bin arrogant genug und behaupte mal, ich war der allererste. Vor mir ist darauf bestimmt noch nie irgendjemand gekommen. Alle anderen, die was anderes behaupten, lügen. So, jetzt dürft ihr alle da draußen durchdrehen und irgendwelche Mülltonnen anzünden, auf der Straße randalieren gehen, weil der böse Onkel aus dem Internet wieder Sprüche klopft. Das erste Spiel heißt Slender Dark Woods. Der alte Slenderman, die alte Bohnenstange, treibt wieder ihr Unwesen im Wald und wir müssen 8 Seiten finden, wie immer eben. Kann man auch Koop spielen, leider nur lokal und leider auch nur eine Beta. Also spielen wir es mal im Singleplayer. Alle Spiele sind kostenlos, bewerten wäre schick, let's go. Wache ich wieder irgendwo besoffen im Wald auf, neben der Toilette? In letzter Zeit passiert mir das einfach zu häufig. Ich sollte wirklich nicht jeden Mist, den ich auf der Straße finde, ablecken. Kinder, lernt aus meinen Taten, leckt nicht alles ab, was ihr auf dem Boden findet. Okay, ich habe direkt einen Schlüssel gefunden. Also, wir haben eine Taschenlampe, wir haben Schlüssel und wir müssen 8 Seiten finden vom alten Schlendrimann. Der alte Schlendrimann treibt hier sein Unwesen und ich habe eine Batterie gefunden. Und wir haben absolut keine Ausdauer. Wir spielen also wieder so einen klassischen Kreischarakter. 3 Meter sprinten und tot. Hört ihr das? Klingt wie eine Uhr. Kann man hier rein? Okay, der erste Schlüssel wurde somit schon verwendet. Slendy? Schlondermann, bist du hier? Eine verdammt laute Uhr. Ich habe 2 Dinge gelernt. Nein, eigentlich 3 Dinge. In Horrorspielen hat man absolut keine Ausdauer oder sonstige sportliche Fähigkeiten. Waffen lässt man immer liegen und man sammelt die ganze Zeit Schlüssel und Batterien. Das ist so ungefähr das Wissen, was ich mitgenommen habe aus Horrorspielen. Jetzt kann ich hier reinspringen. Ist hier irgendwo eine Seite? Warum gehen wir in dieses Haus und kriegen nicht mal eine kleine Seite vom alten Schlonderman? Schlondermans Tagebuch. Finde alle Seiten aus seinem peinlichen Tagebuch und gewinne einen Preis. Okay, das war hart unnötig hier. Nun, schauen wir uns mal weiter um. Oh, ich habe noch einen Schlüssel gefunden. Was soll das sein? Irgendein Betonrohr. Oh, noch ein Schlüssel. Und ich habe eine Seite gefunden. Slenderman. Die alte Kinderverschlepper. Okay, Slenderman. Ich muss dich warnen, aber die Wahrheit kommt ans Licht. Was war das? Was war das? Bin ich auf eine Schlange getreten? Okay. Moment. Die kann man irgendwie bewegen. Setze deine Jedi-Kräfte ein. Bewege die Kiste. Na komm. Da ist noch eine Seite da hinten anscheinend. Okay, hier ist definitiv eine Schlange. Fürs Zischen. Gib mir das. 2 Seiten. Boah! Oh mein Gott! Alter! Die Sau! Boah, hab ich mich erschrocken. Ey, diese zischende Schlange. Da hinten leuchtet irgendwas derbe rot. Der Blutmond. Eine alte Radarstation. Mann, was dieser Slenderman nicht alles hier rumfliegen hat. Ob ich
ich hier hochklettern kann? Ob es hier eine Seite gibt? Also bis jetzt sehe ich hier schon mal nichts. Aber auch kein Slenderman. Die Geräusche sind mies. Ich glaube nicht, dass man hier hochklettern kann. Oh! Ey, okay, Slenderman, wir müssen damit aufhören. Mein altes Herz macht das leider nicht mehr mit. Deswegen, Frieden. Pause, Slenderman, Pause. Boah, an dem hohen Gras kann man sich aber auch ganz schön verlaufen. Ich glaube, der Slenderman verfolgt mich. Jetzt bin ich wieder hier. Hier waren wir doch schon mal. Der Leuchtturm, an den kann ich mich gut erinnern. Okay, ich baller uns mal hier eine Batterie rein. Slendy? Ich hab gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Du Soziopath. Waren wir hier schon? Hört ihr das? Irgendwas brummt hier. Okay, okay, ich drehe mich nicht um. Er dreht sich um. Das ist so typisch Horrorlogik. Nein, ich drehe mich nicht rum. Ah, ich guck doch. Warte, hier waren wir schon, ne? Das war das Gebäude, wo wir keine Seite gefunden haben. Verwirrenderweise. Dann haben wir hier, glaube ich... Oh! Oh, verflucht, Slenderman! Alter, dieser Typ. Was ist das hier? Ich habe keine Ausdauer mehr. Eine alte Werbesäule. Okay, 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 nicht die Nerven verlieren. Ich habe halt null Orientierung. Slender, du zeichnest doch so gerne. Mal mir mal eine Karte. Das wäre ein feiner Zug von dir. Okay, hier ist irgendwie eine unsichtbare Wand. Und da werden wir wieder bei der Radarstation. Wir gehen da jetzt nochmal hin und schlagen eine andere Richtung ein. Ich meine, welcher Mensch ist auch so bescheuert und wandert hier durch die Gegend und sucht irgendwelche Seiten? Und weiß auch noch, hier treibt ein... großer, dünner Mann sein Unwesen. Ich will gar nicht wissen, wie der abgeht, wenn man 6 Seiten hat. Weil je mehr Seiten, umso angepisster ist der Slenderman. Okay, hier waren wir auch schon. Ich bleib jetzt hier mal auf dem Weg. So, hier ist der Leuchtturm. Ich weiß nicht wohin. Und ich werde von einem großen, langen Mann verfolgt. Okay, wir sind hier durchs Tor. Sind wir schon mal hier lang? Ja, das Gebäude muss doch irgendwas geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da gar nichts bekommt. Oh, eine Batterie. Ey, da hinten steht er. Habt ihr es gesehen? Oh, du fiese Sau. Oh, da ist eine Seite. Slender. Ich sammle dein Tagebuch ein. Ich komme deinem peinlichen, geheimen Tagebuch immer näher. Bald wird das alles Sinn ergeben. Okay, die Seite war aber echt gut versteckt. Die war echt gut versteckt. Oh, ich habe, glaube ich, noch eine Seite. Nee, doch nicht. Okay, was gibt es hier so?
Kann man hier weiter in den Wald? Ist es eine gute Idee, weiter in den Wald hineinzurennen? Was ist das hier? Ein Fels. Ein Auto. Vielleicht die Rettung? Boah, die Taschenlampe ist aber auch voll die Grütze. Toll, ich habe einen riesigen, unheimlichen Fels gefunden. Und ein neues Haus. Bei dem waren wir noch nicht. Habe ich einen Schlüssel? Yes. Okay, Slenderman. Ist das deine Bude? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Weißt du, ich finde hier so ein Haus. Geh da rein und find eine Batterie. Oh, da drüben steht er. Und beobachtet mich. Okay, okay. Wo geht's hier lang? Die Slenderman-Kirche. Dort beten sie ihn an. Den alten Slender-Gott. Na gut, gehen wir mal rein. Noch eine Batterie? Hallo? Irgendjemand hier? Boom. 4 Seiten. Ich glaube, jetzt wird er langsam wütend. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was war das denn schon wieder? Okay, wait a moment. Ich brauche mehr Schlüssel. Es gibt 3 Schlüssel, die mir noch fehlen. Hier waren wir doch, oder? Das war die Toilette. Das war die Toilette, wo alles angefangen hat. Und da drüben steht er. Ey, ich kann dich sehen. Du. Geh weg. Gut, dann gehe ich woanders hin. Bist du weg? Der steht da wirklich immer noch. Weil ich würde gerne da hinten noch hin. Ich habe keine Ausdauer mehr. Jetzt steht er hier. Oh, er verfolgt mich. Weil ich glaube, hier ist wieder das Gebäude, wo wir schon waren. Dieses Geräusch. Was denn? Wo denn? Ich habe keine Ahnung, aber ich renne. Okay, okay, okay. Wir verlieren jetzt alle nicht die Nerven. Was haben wir hier? Was? Wo? Wo denn? Der Flo. Oh. Mann. Slenderman. Dieser Lump. Ey, aber ich muss sagen, eigentlich immer noch ein cooles Spiel. Ich weiß nicht. Slenderman funktioniert irgendwie immer noch. Slender. Dark Woods. Kostenlos. Probiert es aus. Schauen wir mal ins nächste Spiel rein. Nach Slenderman folgt natürlich, logischerweise, Zwiebelmann. Ich meine, wer kennt ihn nicht? Zwiebelmann, auch eine grausig dünne Kreatur, die gerne kleine Kinder frisst und ihnen davor noch Tränen in die Augen treibt. Was für eine perverse Sau. Schauen wir mal, was uns erwartet in The Onion House. Ich bin erwacht, irgendwo in der Mitte eines Waldes. Ich kann mich nicht erinnern, wo ich bin, wer ich bin. Was suche ich hier? Was war mein Ziel? Ich weiß nur eins. Meine Frau sagte zu mir, Schatz, haben wir noch Zwiebeln? Nein, Schatz, wir haben keine Zwiebeln mehr. Und dann bin ich hinausgegangen, auf der Suche nach Zwiebeln. Doch mir ist aufgefallen, kein Geschäft hatte mehr Zwiebeln. Alles wurde leer gekauft. Warum? Wo sind all die Zwiebeln hingegangen? Eine Spur. Zwiebelscheiben. Okay.
Alle Zwiebeln sind verschwunden und die Spur führt mich zu diesem mysteriösen, nach Zwiebel stinkenden Haus. Ich sammel dich mal ein. Was bist du? Ein Schlüssel und eine Kerze. Sehr beruhigend. Mary. Zwiebeln aus dem Jahr 1914. Guter Jahrgang. Edelherb. Schön edelherb. So mag ich meine Zwiebeln. Okay, gehen wir mal rein in die Bude. Hello? Okay, ich kann hier auf irgendeinen Tumor drücken. Ziemlich ekelhaft, aber naja. Ich würde ganz gerne ein paar ihrer Zwiebeln kaufen. Ich finde, sie haben genug Zwiebeln. Also wer auch immer hier wohnt, ist sehr besessen von Zwiebeln. Hier ist eine rote Zwiebel. Was sollen das für ekelhafte Dinger sein? Mary, ich denke an seine Gesundheit. Sie ist kälter als der November. Ich vermisse die warmen Tage. Ich hab dir gesagt, wir müssen Zwiebeln essen, um gesund und warm zu bleiben. Wie ein Sommertag. Nur Zwiebeln. Morgen werde ich noch mehr Zwiebeln kaufen, Mary. Zwiebeln. Okay, der Mann war also besessen von Onions. Mary, Mary, Mary. Mary. Ich weiß, dass du nichts weißt. Du bist unschuldig wie der erste Schnee. Was weißt du über diese Welt? Diese Welt ist nur eine große Zwiebel. Und der Schmerz und die Angst sind die Schärfe, die in deinen Augen brennen und dich zum Weinen bringen. Oh, Mary. Nimm die heilige Zwiebel an. Okay, geisteskrank. Schränke. Schränke sind eigentlich immer so ein Zeichen für, kannst dich drin verstecken. Hier ist wieder so ein Ding. Im Klo sind auch Zwiebeln. In der Badewanne sind Zwiebeln. Wow. Zwiebeln. Was soll das hier sein? Das checke ich leider noch nicht ganz. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Hier brauchen wir auch einen Schlüssel. Mary, Mary, Mary. Sie hat einen neuen Job. Sie arbeitet in einem Laden und verdient eine Menge Geld und gibt es mir. Aber ich will kein Geld. Ich will unseren Sohn mit Zwiebeln füttern. Und zwar nur mit Zwiebeln, bis er selbst zur Zwiebel wird. Mary, Mary, Mary. Ich sag ja, der hatte echt Probleme. Der hatte echt heftig Probleme. Was kann man hier machen? Was soll das sein? Okay. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Man kann hier rumdrücken, aber wir haben hier unten was gesehen. 8, 8, 3, 1, 2, 5, 6, 2, 4, 5. Aha. Okay, das ist ein sehr merkwürdiges Spiel. Wir spucken auf Zwiebeln, auf riesige Zwiebelärsche. Okay, vielleicht habe ich da eine minimale Logik drin erkannt. Lass mich mal nachdenken. Tja, vielleicht habe ich doch gar nichts erkannt. Oh. Okay. Keine Ahnung. Leute, ich weiß es nicht. Ich habe einfach ein bisschen rumgedrückt. Hallo? Ring Hide. Mary, Mary, Mary. Okay, warum kann ich den Schlüssel hier nicht griebschen? Doch, geht. Also wenn die Uhr bimmelt, dann verstecken. Hallo? Oh, der wird grün. Okay, ich verstehe. Wir müssen wahrscheinlich alle grün machen. Warte, gibt es eine Reihenfolge? Ist jetzt wieder rot? Oh nein, sowas liebe ich ja. Was ist das für ein Horrorspiel?
Nein! Versteck dich! Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da rumrennt. Vielleicht der Zwiebelmann. War da was? Ich glaube, ich werde paranoid. Diese Zwiebeldämpfe, ne? Meine Augen drehen permanent. Boah, die Reihenfolge rauszufinden wird ewig dauern. Das waren wie viele? 5 oder so? Hier ist noch eins? Ist auch nicht. Dann kann es ja nur noch der hier sein. Oi. Unschön. Das ist echt unschön. Was ist das? Mach zu! Okay. Entweder hier rennt eine riesige Zwiebel rum oder auch nicht. So, warte, es kann nur noch der hier sein. Was? Der ist es auch nicht? Sag mal, wie viele Zwiebeltumore gibt es hier? Ja, dann bin ich jetzt auch überfordert. Also, grün. Ist hier noch irgendwo einer? Hier drüben ist noch einer. Der ist der nächste. Ich kann mich hier nirgendwo verstecken. Jetzt bin ich gleich tot. Oh! Oh mein Gott, der Zwiebelmann! Okay, oh mein Gott. Oh mein Gott. So, ich habe hier schon mal ein bisschen rumgerätselt. Das letzte müsste dies hier sein. Hat ein bisschen gedauert. Aber wir haben es geschafft. Hallo? Ist hier irgendjemand? Noch mehr Zwiebeln. Noch mehr Hintern. Auf die wir klatschen müssen. Oh mein Gott! Oh nein, 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 nein. Was ist das hier für eine Kreatur? Der Zwiebeljunge! Oh, snap. Oh, snap. Oh nein, wieder so ein Zwiebelrätsel. Wieder so ein verdammtes Zwiebelrätsel. Ey, ey, Finger weg, Finger weg. Was für ein mega trashiges Trash-Game. Okay, das hat nichts gebracht. Alter, die Familie Zwiebelbaker. Nein! Ey, wie viele gibt's denn hier? Das ist volles Labyrinth. Das gibt es nicht. Oh, Gott sei Dank, ich bin hier. Alter, was für ein durchschnittliches Spiel. So, das hier ist schon mal die 1. Das ist schon mal nicht. Nochmal hier drauf. Boah, es gibt wieder so viele Möglichkeiten, ne? Zwiebeljunge. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hier ist noch eins. Wo war noch eins? Boah, da sitzt sie, die Familie Onion Baker. Okay, das funktioniert. Du bist so ein widerlicher kleiner Bengel. Okay, da hinten beim traurigen Zwiebelonkel war noch einer. Ah, warte, warte, warte. Das ist William. Onkel Willy. Haben wir noch irgendwo eine? Oh ja. Ich habe die Tür geöffnet und fand mich in einem dunklen Raum. Ich dachte, die Tür würde mich zur Erlösung bringen. Doch sie brachte mich zu meinem Tod. Unendlicher Schlaf, unendliche Finsternis. Nur der Gestank von Zwiebeln in der Nase. Ende. Okay, das war ein sehr dummes Spiel. Das war ein sehr, sehr dummes Spiel. Gut, aber Slenderman war super. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal Müll durchspielen. Geil. Tschüss.